Machtkonzentration, weil ich war hier Mittwochabend hier und ich habe oben fotografiert, ein Jogger kam auf mich zu und fragte, ja, ich habe gehört von dieser Konferenz, warum bist du eigentlich hier, warum interessiert dich das groß? Und ich dachte mir, ja, weil diese verschiedenen Gruppen, diese verschiedenen Kategorien von Leuten da oben kontrollieren fast jeden Aspekt unseres Lebens, unsere Währung. Dadurch auch unsere Wirtschaft, in der wir versuchen, einen Lebensunterhalt zu verdienen und einen Lebensstandard zu haben. Sie kontrollieren die Geschäftsbanken, die uns Kredite geben für ein Geschäft oder für ein Haus oder irgendwas. Sie kontrollieren haben eine große Kontrolle über das Internet und jegliche Kommunikation. Sie kontrollieren die Militärs, die großen auf der Welt. Ich meine, was gibt es, was diese Leute nicht kontrollieren? Und die Frage erübrigt sich dann, warum interessiere ich mich dafür? Ich meine, ich habe selbst Kinder, ich habe selbst noch mein Großteil des Lebens vor mir. Ich habe keine Lust, in einer Aristokratie zu leben oder in einer Technokratie zu leben. Vergessen wir nicht, die Sowjetunion war auch sehr, sehr technikbegeistert. Man hat auch gesagt, wir schaffen es durch Technik allein und Wissenschaft allein, den neuen Menschen zu schaffen, den neuen sozialistischen Menschen. Und wir krempeln den Menschen um. Wir müssen ihm alles vorschreiben und es ist im besten Interesse aller. Die Nazis hatten einen Technikfimmel und dachten auch, Technik bringt uns den großen Vorteil. Die Rockefellers, die auch vertreten sind heute, und ihre Verwandten und Freunde verkauften den Nazis vor dem Zweiten Weltkrieg die Patente für das wichtige Verfahren, um aus Kohle Öl zu machen und aus Benzin zu machen. Historiker, anerkannte Historiker sind sich einig, ohne dieses Patent hätte es nicht mal einen Polenfeldzug gegeben, weil einfach der Treibstoff gefehlt hätte und die Militärplaner hätten auf dem Papier erkennen müssen, das ist so nicht machbar. Also man verkaufte Nazis Patente, man verkaufte Fahrzeugtechnik an die Nazis, man verkaufte Fahrzeugtechnik über Ford Motor Company an die Russen und so weiter. Und das ist so die Art und Weise, wie diese Leute vorgehen. Also ganz egal, welche Krise, ob es ein Weltkrieg ist, diese Leute sitzen in ihren Schlösschen irgendwo und warten, bis das Ganze vorbei ist, versuchen noch halt möglichst viel Geld dabei zu verdienen und sind dann mehr oder weniger die lachenden Dritten. Das ist unglaublich zynisch. Und sie haben halt eben diese Technologie und meinen halt, sie müssen den neuen Untertanen schaffen in diesem technokratischen Zeitalter. Und lustig ist auch, wir sehen ja oben um das Hotel herum, also man sieht das Hotel ja jetzt nicht wegen den Bäumen, um das Hotel herum befinden sich einige recht schöne Villen, also teure Anwesen. Und ich meine nichts gegen eine schöne kleine Villa, wenn jemand das ehrlich sich verdient hat. Nur man beobachtet halt, dass je wohlhabender jemand ist, je mehr Lebensstandard jemand hat, umso eher sind Leute dazu bereit, die Bilderberger zu tolerieren, diesen Insiderhandel zu tolerieren. Ich meine, vergessen wir nicht, Businessleute und Banker treffen sich mit Militärs und Geheimdienstlern. Normalerweise müssen ja gewisse Barrieren da sein, weil sonst hast du ja Insider-Trading, Insiderhandel. Und diese Leute definieren Insiderhandel, weil sie können halt eben immer genau wissen, was passiert die nächsten 12 Monate im Mittleren Osten oder da und da, können vorher ihre Investments tätigen und haben dann garantiert 500% Rendite und Traumgeschäfte, die niemand sonst bekommt. Das ist auch eben diese Art von Networking, wenn halt diese Leute halt eben sich da oben absprechen, wie sie investieren, wie sie ihr Geld noch vergrößern. Das wächst exponentiell an. Je mehr Kriminalität in hohen Plätzen, umso schneller geht es, kriminell Geld zu machen, schneller geht es, die Macht auszuweiten. Und kommt dann diese Lawine ins Rollen und jetzt merken wir halt eben diese Lawine. Aber man sagt uns, vor allem Leuten aus der Mittelschicht, die ja die größten Konkurrenten sind für die Bilderberger und diese Aristokraten, man erzählt uns, wir sollen uns nicht aufregen, wir sollen diese Pläne mittragen, vor allem die Kriege und auch die Währungsgeschichte und so weiter, weil es würde ja uns angeblich auch nützen. Wir wären ja alle irgendwie Teil des Westens und wir sollen dominieren. Aber in Wirklichkeit hat jeder von uns eine Zielscheibe auf dem Rücken, weil wir gelten als Konkurrenz, wir gelten als Gefahr, als Bedrohung. Vor allem, wenn man sich weiterbildet. Ja, vor allem, wenn man sich weiterbildet, abseits der Schulsysteme, die diese Leute eben auch kontrollieren. Und das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn diese Aristokraten die Haltung haben, naja, die Bevölkerung ist eh zu dumm für Freiheit. Man kann den Leuten keine Freiheit zugestehen, man kann den Leuten keinen Lebensstandard zugestehen,
weil das, damit würden sie ja nicht fertig werden, es würde ja Chaos resultieren und die Welt würde den Bach runtergehen und so weiter. Und aber gleichzeitig dominieren sie das Schulsystem und können uns mehr oder weniger so das logische Denken abtrainieren. Und dann wird es die selbsterfüllende Prophezeiung. Sie sagen, ja, wir sind eh zu dumm, aber sie tun alles, um uns noch dümmer zu machen und sagen dann, seht her, die Leute sind zu dumm, wir können ihnen keine Freiheit zugestehen. Es ist, wie gesagt, diese wirre Logik, diese zirkuläre Logik, diese Leute anwenden. Darunter haben wir halt eben alle wirklich zu leiden, weil die Währungen, die diese Leute kontrollieren, wir haben die Lazar-Brüder, die Lazar-Bank, Anteilseigner der Federal Reserve, der privaten amerikanischen Zentralbank. Wir haben jemanden vom Federal Reserve Board, im Vorstand. Und immer noch in den Medien heißt es, die Zentralbanken sind unabhängig und sie müssen auch unabhängig sein. Ich frage mich, Moment mal, müsste es nicht eigentlich ein Gesetz geben, das zum Beispiel verbietet, dass eine Familie wie die Rockefellers Anteilseigner sind an der Zentralbank, die Währung ausgeben? Müsste es nicht ein Gesetz geben, dass diese Familie nicht gleichzeitig im Business tätig sein darf? Oder in den Geschäftsbanken? Müsste es nicht eine klare Trennung geben? Ich meine, wo ist bitte die Unabhängigkeit, wenn die gleichen Familien und Verwandten die Währung kontrollieren, die Geschäftsbanken kontrollieren und noch im Business sind? Die wissen immer genau, ja, mein Cousin hat mir gesagt, nächstes Jahr steigt der Leitzins oder die Geldmenge wird wieder mal verdoppelt in Amerika. Wir können uns also günstig positionieren und wir wetten gegen, die Wirtschaft Griechenlands, wir wetten gegen den Euro oder wir wetten gegen den Dollar, machen noch einen schönen Reibach dabei. Wo ist die Unabhängigkeit? Wo ist die Trennung? Das ist alles die Definition von Insiderhandel. Und sie verhaften vielleicht manchmal jemanden wie Bernie Madoff und Leute sind beeindruckt. Wow, er hat irgendwie 50 Milliarden Dollar veruntreut oder gestohlen. Oder wow, was für gigantische Zahlen. Und ja, diese Manager kassieren viel zu viel Bonusgelder. Wir haben es hier oben mit vielen anderen Dimensionen zu tun. Offiziell heißt es ja, die Rockefellers besitzen ungefähr Assets im Wert von vielleicht 2-3 Milliarden US-Dollar. Also eine völlige Fantasiezahl, eine völlige Luftnummer. Und vergessen wir nicht, die Rockefellers waren der Inbegriff des Synonyms des Raubbarons. Kriminell bis hier, korrupt bis hier. Irgendwann wurde der Ruf von denen so schlecht, dass sie einfach die besten Experten auf dem Gebiet der PR und der Werbung engagiert haben und gesagt haben, okay, wir müssen unser Image verbessern. Was schlagt ihr vor? Und dann hieß es, oh, ihr werdet einfach Philanthropen, Philanthropists, ihr werdet Wohltäter. Wir hatten ja auch vor, ich glaube, ungefähr einem Jahr auch so eine Art Geheimtreffen von Leuten, die auch regelmäßig bei Bilderberg sind, also Rockefeller, Leute wie Warren Buffett und eben solche Milliardäre. Bill Gates war bei diesem einen Treffen und es hieß dann, diese Milliardäre treffen sich und möchten sich absprechen, dass sie die Hälfte ihres Reichtums spenden. Die großen Wohltäter, sie möchten die Welt zum Positiven verändern mit ihrem Geld, das sie ja ehrlich verdient haben, hieß es. Und dann guckt man ein bisschen unter die Oberfläche und stellt fest, der eine Milliardär spendet Geld an eine Frontorganisation des anderen Milliardärs und rückwärts. Also zahlen diese Leute keine Steuern, weil es ja Spendengelder sind und das Geld, dieses Geld reinpumpen, sind halt, Bevölkerungskontrolle, CO2-Propaganda und mehr Kontrolle über die Bevölkerung. Impfungen und sowas. Also es ist nicht mal nur so, dass sie, also sie spenden da nicht de facto nicht mal wirklich etwas, weil sie verlieren keinen einzigen Cent. Sie bewegen das einfach nur ein bisschen hin und her. Und gelten halt eben dann als die großen Menschenliebhaber. Also wie gesagt, die Leute müssen sich halt eben, ein bisschen lernen, so die Kategorien kennenzulernen, wie das funktioniert, das ist gar nicht mal so schwer. Tyrannei ist eine Wissenschaft. Also es gibt Handbücher und es gibt halt Sachen, die man halt lernt. Viele von diesen jungen Aristokraten werden ja nicht nur auf die Top-Universitäten geschickt, sondern die kriegen dann auch immer so die speziellen Kurse, die wenigen Leuten vorenthalten sind. Wie lenke ich eine Nation, wie lenke ich eine Bevölkerung, wie herrsche ich und so weiter. Das ist auf jeden Fall so die Grundausbildung dann. Also die machen das zu einer Wissenschaft, die Wissenschaft der Tyrannei. Und wir müssen halt eben dann die Wissenschaft sowohl der Tyrannei verstehen, als auch die Wissenschaft der Freiheit. Man muss die beiden Bereiche abdecken, damit man sicherstellen kann, dass man nicht überrascht wird.
Und die machen das Gleiche, die Bilderberger machen das Gleiche. Sie studieren, wie funktioniert Freiheit, damit sie das eben besser torpedieren können. Und studieren natürlich auch, wie funktioniert Tyrannei. Sie sind also, wie gesagt, die Top-Experten, mehr oder weniger die weltweit führenden Leute auf dem Gebiet. Wie gesagt, wir haben jemanden vom Max-Planck-Institut bei der Konferenz hier für demografische Forschung. Wie ticken Bevölkerungen? Wir haben die NSA, Google, Facebook. Man will alles integrieren. Eric Schmidt von Google, der auch hier ist, laut der Teilnehmerliste, er hat gesagt, unsere Software soll vorhersagen, was Leute tun werden. Wir wollen mehr. Wir kennen durch die Technik irgendwann die Leute besser, als die sich selber kennen. Weil wir wissen, wir können mit der Elektronik und der Technik immer genau wissen, wer mit wem und was. Und dann können wir irgendwie frühzeitig von der Software gewarnt werden. Wo gibt es vielleicht einen Brandherd? Wo wachen die Bevölkerungen auf? Wo müssen wir unsere Ressourcen einsetzen? Weil auch diese Typen haben nur begrenzte Ressourcen. Sie haben zwar, wie gesagt, sie können zwar Geld aus dem Nichts drucken, aber trotzdem, ihre Ressourcen sind nicht unendlich. Sie müssen die clever einsetzen, um den maximalen Effekt zu erzielen. Genauso wie wir unsere Ressourcen einsetzen müssen, möglichst effektiv. Aber das ist halt so diese Denkweise. Versuchen halt immer dann die Technik zu nutzen, um das zu schaffen, was ja nicht jeder Diktator sich erträumt hat. Ja. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Was ein Traum. Der Computer sagt dir, oh, in dem und dem Gebiet gibt's rotten sich Leute zusammen, der Pöbel rottet sich zusammen, wird unzufrieden. Man drückt man tippt ein paar Befehle ein, schon geht das Internet nicht mehr in dem Bereich, in dem Gebiet. Man leitet sofort Maßnahmen ein. Wir wissen ja aus der Geschichte, die DDR, die Sowjetunion, Nazi-Deutschland, die Geheimdienste, die Geheimpolizei, sie schienen immer so übermächtig und allgegenwärtig, das war sie aber nicht. Historiker können das sehr, sehr gut nachvollziehen. Die hatten auch sehr, sehr begrenzte Ressourcen, allerdings waren sie halt sehr, sehr clever und konnten diese Ressourcen nutzen. Man hat festgestellt, wenn ein winziger Bruchteil der Russen sich physisch gewehrt hätten gegen die Geheimpolizei, dann wäre dieses Geheimpolizeisystem sehr schnell kollabiert. Das gleiche hatten wir auch in Deutschland vor der Machtergreifung. Preußen hat sich gegen Berlin gewandt und gesagt, wenn es zu krass wird, dann drohen wir zumindest einen Bürgerkrieg an. Wir lassen uns nicht einnehmen von diesen Faschisten. Und nur die Drohung hätte wahrscheinlich gereicht. Um die Machtergreifung hinauszuzögern, und die NSDAP denen wäre das Geld ausgegangen, die Unterstützer wären abgesprungen und so weiter und so fort, und wir hätten vielleicht nicht diesen Zweiten Weltkrieg gesehen. Also man darf sie nicht bluffen lassen und denken, diese Typen sind allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Das ist, denke ich, auch ziemlich viel psychologische Kriegsführung. Sondern wir müssen einfach lernen, wie diese Tricks funktionieren, und dann ist dieser Zauber, denke ich, sehr, sehr, sehr schnell vorbei. Alles klar.